Goud. Want ik wil echt basmati. Gouda. Oké. Ja, herzlich willkommen zum Quiz mit Lynn über die Niederlande. Ich denke, da werde ich auch noch einiges lernen können. Ich hoffe, du kannst mir einiges beibringen. Ja, wir haben 10 Fragen. Schauen wir mal. Welcher niederländische Hafen ist der verkehrsreichste in Europa? Rotterdam. Ach super, das geht ja einfach. Wenn ein ja, wow, cool, ey. Welcher niederländische Künstler ist für seine Sonnenblumenbilder bekannt? Hoch. Oh, hoch. Ja, super. Das läuft hier. Das ist der Einzige, den du kennst wahrscheinlich. Ja. Das ist echt so. Den hätte ich jetzt ich auch. Ich weiß keine Ahnung. Wer ist der beste niederländische Torschütze aller Zeiten bei den Männern? Oh, ich denke Van Persie. Super. Ja? Ja, läuft. Oh nein, das geht gut. Super. Ja, Mensch. Was ja, das habe ich noch nie gehört. Welches Gemälde von Vermeer? Vermeer. Vermeer? Ja. Ist eines der bekanntesten der Welt. Boah. Weißt du das überhaupt? Ich weiß es nicht. Also, nein, ich weiß es nicht. Vielleicht wenn du es sagst. Das Mädchen mit dem Perlenohrring? Oh ja. Echt? Ja, ich weiß, was du meinst. Welches niederländische alkoholische Getränk wird mit Eiern, Zucker und Brandy hergestellt, wodurch es eine puddingähnliche Konsistenz erhält? Das ist Eierlikör? Das weiß ich doch nicht. Ich trinke kein Alkohol. Nein, boah, das weiß ich nicht. Advokat? Oh, Advokat. Advokatje. Ja, das muss ich wissen eigentlich. Ja. Welcher niederländische Fußballer und Manager hat in Amsterdam ein Stadion nach ihm benannt? Johan Cruyff? Ja. Guck mal. Also, das musst du doch auch wissen. Ja. Amsterdam Arena, Ajax. Ja. 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 Guck mal, das weiß ich, die Frage. Ja. Wie heißt der holländische Käse, der einer der ältesten dokumentierten Käse der Welt ist? Old Amsterdam, Oud Amsterdam. Nein. Noch eine Chance. Mit G. Mit G? G. Gau. Gau. Gouda. Gouda, oh ja. Ach, Gouda. Gouda. Ach, Gouda. Ach, Gouda. 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 Ach so. Gouda. Dann habe ich es natürlich auch völlig falsch ausgesprochen. Genau, nein. Gouda. Gouda. Gouda, ja. Welcher niederländische Formel-1-Fahrer war der jüngste Fahrer, der jemals ein Rennen gewonnen hat? Max Verstappen. Ja, sehr gut. Oh, das ist... Wie oft haben die Niederlande den Eurovision Song Contest gewonnen? Nein, einmal oder so? Nee, ganz schön oft. 20. 5. Ganz schön oft, okay. 5-mal. Guckst du das? Früher. Jetzt nicht mehr, früher habe ich das geguckt, hier in Lina Meyer Landrut, hier in Deutschland. Ja? Kennst du, ne? Nein, ich kenne ihn nicht. Ja. Die letzte. Ja. Welche niederländische Stadt beherbergt den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof? Utrecht. Den Haag. Oh, Den Haag. Ja, oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja super. Oké, okay, nou super. Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Ja, perfekt. Hier das Quiz mit Lynn über die Niederlande. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt jetzt hier auch von Vermeer. Das Vermeer. Gemälde muss ich ja gleich mal angucken. Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Ja, danke fürs Mitspielen. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, danke, du. Super. Gouda. Gouda. Ja. Den Haag. Ja. Super. Na, tschüss. Tschüss.